Also alarmiert war ein F-LKW, brennt ein Traktor im Waldgebiet. Ja, wir befinden uns in einem Tal zwischen unserem Ortsteil Pforth und Michelsrombach, Hünfeld Michelsrombach. Vor Ort waren die Ortsteilkameraden von Frau Rombach, die zügig da waren und die ersten Kräfte eingewiesen haben. Der SBI Frank Göbel ist dann zur Erkundung mit seinem Fahrzeug vorgefahren bis zur Einsatzstelle und hat uns dann mit einem privaten Einweiser noch den Weg zur Einsatzstelle gewiesen. Also nachdem wir die Einsatzstelle gefunden haben, was natürlich auch seine Zeit gedauert hat, konnten wir das Feuer relativ schnell mit unserem TLF ablöschen und die Nachlöscharbeiten haben jetzt circa eine Dreiviertelstunde angedauert. Es gibt keine Verletzten, der Fahrzeugführer des Traktors konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten und hat auch Löschversuche noch unternommen, die nicht zum Erfolg geführt haben und er hat sofort den Notruf abgesetzt und die Feuerwehr informiert. Ja, wir haben aktuell die Wehr aus Schlitzer mit 3 wasserführenden Fahrzeugen. Zusätzlich wurde die Wehr Lauterbach mit ihrem TLF zusätzlich alarmiert, die uns auch unterstützt haben, die auch vor Ort an der Einsatzstelle waren. Und durch einen Zufall wurde die Feuerwehr von Michelsrombach telefonisch informiert, dass es hier im Wald wohl eine starke Rauchentwicklung gibt, die dann auch mit ihrem LF angefahren kam, um uns zu unterstützen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.